Ah, scheiße, Junge. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Blut. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Battle, Let's Community, wie auch immer ihr es nennen wollt. Auf jeden Fall sind wir hier auf der Map The Hunger Games und ich habe eben halt ein paar Leute zusammengetrommelt, mit denen ich mir mal ein bisschen zocken wollte. Ihr seid dazu auch herzlich eingeladen, aber wie ihr da mitmachen könnt, das sage ich mal später, weil jetzt glaube ich alle erstmal richtig schön loslegen wollen. Also es geht eben mal halt darum, wir sind hier in zwei Teams, ich bin hier mit dem Ludus Magnus. Hallo. Jo. Und mit dem Mystery MC Left. Und die sind eben halt auch in der Beschreibung verlinkt. Und wir spielen gegen drei andere, die sind auch teilweise meine Abonnenten und bla 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 und blablabla. Und ja, die sind auf einem anderen TS-Raum und deswegen können wir uns gegenseitig nicht hören, aber innerhalb des Teams kann man sich hören, also Team intern. Auf jeden Fall, ja, kann das jetzt eigentlich losgehen. Ich gebe mal das Startsignal. Was schreibe ich denn? Okay, Count Down, ne? Okay. Gleich geht's los. 3, 2, 1. 2. 1 und. Ja, geht's. Raus! Auf in die Mitte! Auf in die Mitte! Und es geht halt darum, wenn jemand stirbt, dann ist der draußen für sein Team. Ah, lass auf den Alex-Man gehen. Der muss weggebasht werden. Ich vertue jetzt mal den Zocker hier. Weil der hat das Schwert. Ach so, ja, dann hau lieber vor dem ab, wenn er das Schwert hat. Ja. Der müsste gleich tot sein. Alles so läuft wie geplant. Hahaha. Oh Scheiße, ich werde von denen angegriffen. Scheiße! Scheiße, der hat eine Enderperle geworfen. Ja, Mann, wir sind jetzt bestanden in Überzahl. Aber er ist tot. Los geht's. Sonst bist du hinter mir? Okay. Ja. Okay. Weißt du ungefähr, wo er hingeflogen ist? Nee, keine Ahnung. Ah, hier ist er. Oh fuck! Ey Leute, wisst ihr, woher man Nahrung bekommt? Ich hab das Schwert gefunden. Gut. Wie viel Leben kriegt man abgezogen, wenn man da runter jumpt? Geht eigentlich. Ey Leute, ich hab nur viel Leben und nichts mehr zu essen. Warte, ich teleportiere mich hoch. Geh mal aus dem Weg. Mal kurz mich hoch zu teleportieren. Zack. Und ich bin oben. Wo seid ihr denn? Wir sind. Moment. Geh mal nochmal zur Mitte. Ja, ich bin okay. In der Mitte. Ich sehe dich, jetzt dreh dich genau um. 180 Grad. Ja, ich sehe nur einen Zocker. Ja. Ach, da sehe ich dich, okay. Ja. Und übrigens, ich habe ja vorhin erwähnt, ihr könnt da ja vielleicht auch mitmachen. Und es ist einfach so, ihr müsst mir euren Skype-Namen in die Beschreibung, Quatsch, nicht in die Beschreibung, ins Kommentarfeld posten und ich werde das dann, ja, logistisch auswerten und dann einen Termin festmachen, wann das nächste Mal ist. Da sind Kühe. Lass die umnieten. Oh okay. Ja, auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall Nahrung. Hat einer von euch noch ein zweites Schwert? Nee, ich okay. Habe nur eins. Sind eigentlich in Regeln, dass man hier Bäume und so abbauen darf. Ja, man darf Lianen und Blätter abbauen. Ich bin dafür, dass ich die Viecher kille, weil wenn ich die Viecher kille, dann wird das Zeug gebraten. Jetzt zieht man euch das mal ein. Ah, okay. Okay, da hinten ist er, da hinten ist Alex und da hinten ist der andere. Da. Ja, ich sehe ihn. Boah, die krieg ich. Ich hab aber kein Schwert, ich hätte gern vorher noch ein Schwert, bevor ich. Gebratenes Menschenfleisch. Aber Max nimmt jetzt auch schon auf, oder? Ja, ich nehme auf. Okay. Abonniert alle Günther LP. Ich lache klang gerade übelst wie diese Psycholache von LeFloid. Ich wollte ja auch eine Psycholache machen. Schleichwerbung. LeFloid ist Berliner, Berliner sind cool. Aber Günther LP abonnieren wäre ja keine Schleichwerbung, ne? Das müssen wir erstmal festhalten. Nein, ist keine Schleichwerbung. Ich habe übrigens auch, darf man eigentlich craften? Craften darfst du nur an dem einen Crafting-Table in der Mitte, ansonsten nicht. Ah, okay. Oh, das wird dann schwierig. Ja, 2 vs 3. Wo sind die denn hier? Wir sind hier irgendwo langgerannt. Ich bin dafür, dass wir erstmal uns einen Überblick verschaffen. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, dass wir... Oder oben ist wer? Da oben sind die beiden.
Easy. Gut, das wird, glaube ich, ein sehr kurzes Vergnügen. Ich glaube, wir müssen hier gleich nochmal neu starten. So, Gogo hoch schon. Wo sind die denn jetzt oben hin verschwunden? Ich glaube noch nicht. Rechts oben sind sie. Rechts! Soll ich das Schwert wegpacken, damit die nicht denken, dass wir in der Übung sind? Da, ich hab die Namen gesehen. Da. Ich bin hinter ihnen. Ich hab zwar kein Schwert, aber einfach aufhauen. Scheiße! Was denn? Ah, ich bin gerade voll tief runtergefallen. BTF, warum kann ich nicht killen? Hey, lol, achso, das ist Zocker. Ihr seid tot! Ihr seid tot! Komm her! Ich muss da hochkommen. X-Man. Los, mach dich fertig. Burn, baby, burn. Fuck, die springen ins Wasser. Komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, erwischt. Sauber. So, jetzt war bloß noch Sami übrig. Scheiße. Oh ja, mach ihn fertig. Das war ein relativ kurzes Vergnügen, muss man sagen. Ja, wir müssen gleich nochmal neu starten. Ja, das können wir ja noch machen, oder? Dann machen wir vielleicht ein Best of Three oder irgendwie so ein Quatsch. Yep. So. Ah, da ist er. Vielleicht sollten wir uns das nächste Mal auch mehr aufbauen. Also so richtig auch mal so ein Ding hier erkunden. Weil die Maps... Oh Gott, Skelett. Weil die Maps sieht schon echt geil aus. Mhm. Wo ist denn jetzt genau hingerannt? Ich... verloren. Ihr müsst einmal hier durchrennen. Ich, das ganze Ding, ich verfolge ihn gerade noch. Er ist gerade am Rande der Map. Ich habe ihn. Ah, okay. Ah. Versuche ihn abzufangen. Wo ist er? Ich bin gerade im Wald verloren. Okay, ich bin einmal durchgerannt. Oh, er ist oben auf den Bäumen drauf. Ist er nach rechts oder links gegangen danach? Geradeaus. Ich verfolge ihn. Er ist hier gerade auf den Bäumen oben drauf. Ja, aber geradeaus ist doch dann irgendwann die Glaswand. Ja, deshalb ist er auf den Bäumen hier oben drauf. Ich verfolge den gerade. Okay. Ich versuch mal. Ich gehe auch einfach mal auf die Bäume drauf. Ja, ich mache mich auch mal. Dann habe ich hoffentlich einen besseren Überblick über das Ganze. Ja, ich hab euch nämlich verloren. Boah, ich prügel mich hier gerade durch die Blätter durch. Erlaubt. Oh, hi Zombies. Was geht da ab? Da, ich sehe da irgendwen. Ach, das bist du. Hey! Yay! High five! Das ist etwas, das... Oh, es laggt gerade. Alter, der Server laggt gerade wie Sau. Echt? Bei mir nicht? Wow. Auch nicht. Ach Gott, da sind überall Monster, wir müssen hier weg. Ich bin gerade fast krepiert wegen diesem ganzen Ungelegge. Okay, rauf auf die Bäume. Okay, irgendwo hier muss er sein. Wer ist gerade unserem Channel gejoint? Der Zocker. Ah. Der, wo als erster gestorben ist. Günther, folge mir. Aber immer wieder gerne. Wo seid ihr gerade? Ich verfolge hier die Namen. Gut, und was sind die Namen? Also ich mache eh nicht mehr mit. Okay, ich hoffe, wir werden das jetzt hier schaffen und werden den gleich wegbashen. Wo seid ihr, Leute? Oh ja, stimmt, wir brauchen noch Nahrung. Ey, man muss ja bei mir jetzt aufpassen, jetzt sind über solche Scheißlöcher, ne? Schon unglaublich. Scheißlöcher. Autsch. Ich glaube, ich kletter mal aus so einem Gebäude rauf. Fuck, ich bin echt tot. Als ob du tot bist. Es ist nicht geil. Jawohl. Oh Gott, Creeper. Yep, gleich zwei. Mir auch. Wo seid ihr? Ich bin gerade in der Mitte. Moment, ich komme schnell zu euch. Ja, lass mal in der Mitte. Ich muss einen Weg finden, der nicht von Monstern verseucht ist. Ich muss gerade einen Haufen Zombies hin, damit ich überhaupt was zu essen kriege noch. Ja, hier ist noch ein Creeper und so, aber pass auf. Weiß oh, scheiße. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich heile nicht mehr, das ist richtig kacke. Ja, ich heile auch nicht mehr. Ich habe aber nur noch ein Leben. Okay, ich habe noch ein Hähnchen. 9,5. Warte, gegen wen spielen wir jetzt noch als letztes? Gegen den X-Army-X. Okay. Den habe ich im Wald verloren. Ja, dann lass uns mal alle in der Mitte treffen. Okay. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Okay. Oh, ich habe die Wohnsiedlung gefunden. Gut, ich muss sie mal kurz erforschen, damit ich was zu fressen wie was zu buffern. Ja, ich brauche auch langsam mal was zu essen. Ich habe nur drei Nahrungsdinger. Weil ich habe mich gerade mit einem Hühnchen. Günther, ich gebe dir mal einen Tipp. Vielleicht sollst du mal wieder in die Kisten gucken. Vielleicht gibt's da noch was. An Essen. Oh. Mal, warte, ich muss gerade den Creeper austricksen. Nein. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, fucking Ledercap. Ey, der Creeper ist, glaube ich, auf dich fixiert. Nee, doch nicht.
Problem ist, ich habe kein Schwert und so, und dann ist das dauert das. Blöde ist, ich kann jetzt keine großartigen Jumps mehr machen, weil ich dann krepieren würde. Nee. Ja, dann versuchen wir ein bisschen sicher zu gehen. Herz. Oh, ich hab's noch nicht so nah an mich dran. Das ist gar nicht geil. Ich hab ein Ei. Ja, ich glaube Nahrung wird jetzt eher ein relativ groß. Alter, knapp. Raw Beef. Ja, und dann sind Kühe. Fertig. Kann ich killen und braten. Ja, gute Idee. Ah, ist noch verrottet. Die brate ich ja schon mit dem Killen. Oh. Also jetzt sind noch voll viel drin in den mittleren Kisten. Ja, mein Süßer. Aus Maul. Oh. Ey, wo ist denn weg die Kuh jetzt gerade kapiert? Hammer geil. So, ich hab grad schön was essen, ey. Oh fuck. So Leute, wie weit seid ihr gekommen? So Richtung Mittelpunkt jetzt. Ja, ich muss quasi mich orientieren, wo denn überhaupt der Mittelpunkt ist. Such einfach den G-Punkt. Ja. Glaube ich habe den Mittelpunkt. Hey, wir spielen die Adventure Map Hunger Games und ich habe mein Inventar gerade angezeigt als Status Hunger. LOL. Raffelkopter. Du hast LOL gesagt, Raffel. Oh, das ist aber schon alt, das Ding, ne? Das ist aber schon wirklich alt. Epic Dodging Skelett. Ich hab noch ein bisschen was für dich, falls du damit was anfangen kannst. Hier, es regnet scheiße. Ich geb dir sogar mal Kohle. Ich gehe irgendwie gerade durch eine Shopping Mall durch. Ja, ich hab Rotten Flash und zwei Kohle. Wer will shoppen gehen? Ja, hab ich dir gerade zugeworfen. Ja, dann komm mal am besten gerade Richtung Mitte. Das wäre schon mal ganz gut. Ja, ich suche Sättige übrigens gerade. Ja, guck nach diesem ganz hohen 9-11 Tower. Moment, ich sehe gerade da die eine Ecke vom Dingens, dann könnte ich mich ja mal orientieren, wo ich hin muss. Oben auf dem Tower, wo die Zeit läuft. Ja. Da ist unser gesuchter Freund. Was auf welchem Tower? Da mit dem Glas oben oder wie? Ja, da oben drauf ist er. Wie bist du denn darauf gekommen? Kann man da wirklich rauf? Eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe okay, dann gefunden. Ist es einer der Creative Leute. Moment. Ich habe ja Optify installiert, das heißt, ich kann zoomen. Ich bin auf dem Weg in die Mitte. Ja, orientiere dich gleich mal an den großen Gebäuden. Hallo? Ja, ist einer der Creative wahrscheinlich. Ah, da ist der Günther. Was geht ab? Braucht ihr was zu essen? Ah. Ich hab noch einen Apfel, ich brauch noch keine Rüstung, ich hab noch hier was übrig. Ich brauch was zu beißen. Die Rüstung, bitteschön. Und was zu beißen, bitteschön. Also ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal ein Schwert. Ich hab nur das hier und das ist schon fast kaputt. Okay, dann lass mal gemeinsam dieses kleine Dorf aufbrechen, würde ich sagen. Jo. Ja, ich hab noch Hunger. Dann sei du mal der Führer. Ne, da oben da drauf ist der X-Man. Ja, der ist aber schon tot. Ja. So, wir müssen den jetzt jagen. Samir. Warte, hier ist noch ein Apfel für dich. Nein, der X-Men, der macht ja nicht mit, der ist ja schon tot. Ja, eben. Wer will jetzt den Apfel haben? Gerne. Ich muss mal gerade hier den TS-Server abchecken. Okay, also die Wohnsiedlung ist da drüben. Ich bin dafür, wir gehen und rennen nicht. Nein, mein Minecraft ist abgeschmiert. Nein! Oh nö. Okay, dann kurzer Cut. So! Jetzt beginnt Runde 2 und die geht jetzt erstmal damit los, dass wir wieder hier drin warten. Die Teams haben sich natürlich ein bisschen gewechselt. Ich bin jetzt bei dem Ginel-LP, der Let's Play, der ist komplett neu reingekommen. Hallo? Hallo. Und ich bin dann noch bei dem Samir, der ist nämlich auch gerade erst reingekommen. Quatsch, der ist reingekommen, der war vorhin bei dem gegnerischen Team. So. Der war für den ganzen Welt. So, Essen jetzt rauswerfen. Okay, was ist unsere Strategie bei der Runde jetzt hier? Also, da wir Blätter und Lianen zerstören dürfen, ich bin der die Blätter erstmal eingleist. Ich gehe durch, lenk sie ab, schlag sie ein bisschen, während ihr beide die Kisten und die paar Kisten findet, damit wir dann abbauen können und dann unsere Strategie berechnen können. Ja, was? Man muss die Kisten abbauen? Nein, die Kisten nicht, die Leaves über die Kisten und dann aufmachen. Okay, ich bin dafür, dass wir lieber raufklettern oben drauf. Wenn man klettern dauert länger. Und so ja, aber wir haben Höhenbonus, ne? Und dann können wir die leicht fertig machen.
Ich habe ja noch keine richtige Ahnung davon, ne? Ja, ich ja doch, die kletter ich hoch und ihr baut euch durch. Also wenn ich mal einen Tipp als Schiri geben darf, ich würde es ja so machen, zwei gehen vielleicht als Ablenkung durch die Lianen hoch und einer baut sich vielleicht durch, da merken wir es nicht. Doch, ich denke, die werden einfach auch komplett drauf gehen. Übrigens liegt ja noch ein Brot rum, vor mir. Oh, die liegt noch ein Brot rum, oh Gott. Da ja, oh, jetzt die Leafs, die schneller schon als hochklettern, gehen die Kisten für, dann müssen zuerst die Leafs durch und ich kletter hoch. Oh Leute, ich habe jetzt schon ein Bier aufgemacht, ey, das tut gut. Mann, oh, ich darf noch nicht mal trinken. Also, seid ihr bereit? Jo. Oh mein. Ja, also warte nochmal. Achso, ich bin ja gar nicht bei deren Team. Also ihr beide, ihr baut euch durch die Leafs und wollt die Kisten nicht angreifen. Und lenkt sie ab. Alles und zusammen, klar. Wenn ihr dann sagt jetzt, dann hauen wir ab und dann gehen wir mit unseren geplünderten Sachen zurück. Okay. Lasst es beginnen. Okay. Wenn die Platte unter euch hoch geht, dann könnt ihr durch. Leute, ich sehe die Anzeige gar nicht von hier hinten. Und? Bleibt machen? Ja, go! Bleibt hoch. Ja, wir schlagen uns durch. Oh, eine sehr sie werden sofort weg, ihr könnt alles plündern. Eine sehr klinge Taktik. Im Ludus. Nimm mir erstmal alles weg. Ich darf gleich einen Bogen, da die eh weg sind. Bam! Oh mein Gott! Du hast mich gerade umgebracht. Scheiße, ich hab dich verwechselt! Nimm mal die Sachen auf, ne? Egal! Ey, das war keine Absicht. Ja, ich spawn mich weg. Warum ruckelst du? So, wo sind jetzt die anderen? Hast du meine Sachen weitergemacht? Weißt du, was du weitergemacht? Ich meinte aufgehoben. Ja, hier, willst du haben? Ja, gib mal, crafte mal einen Bogen dazu, da die eh weg sind. Bogen? Ja, da ist ein Bogen, Sticks und Schöne. Ja. Dann sollen wir die ganzen Items aufteilen. Ja, du nimmst jetzt nicht die ganze Rüstung, gib jedem was ab. Ja, kann ich machen. Eine goldene Hose. Bogen. Okay. Den goldenen Helm kann der haben. Okay. Habt ihr zufällig gesehen, wo die anderen hingegangen Mach sind? Mach du mal einen Bogen, ich schwöre, liegen deine ja, Sachen. Ja, ich weiß, in welche Richtung sie gegangen sind. Eher da. Ja, Ahnung, das Holz muss in einem Bogen, also so gebogen sein, so drei Dinge und... Hab ich schon. Achso, okay. Ich hab gar nichts. Das ist ja, wo bist du? Ja, wir können ja gleich noch was abgeben. Ach, ich hab einen Diamanten. Bitte, wo bist du hingelandet? Ich hab nur kurz ein paar Kühe geschlachtet. Brauchst du Pfeile? Ja. Ey Leute, wisst ihr, wo die anderen hingerannt sind? Ja, alle Pfeile. Ich weiß, wo die hingerannt sind. Komm erstmal zurück zum Spawn. Apfel? Wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Taktik, das muss man eben. Das stimmt. Ohne Scheiß, wir haben eigentlich schon relativ viele Sachen. Ich hab ein paar sauberes Steinschwert und Quatsch. Was ist? Okay. Ich hab keine Waffe. Die Angel wird dir nichts bringen, Linde. Sag ich dir jetzt. Die macht keinen Schaden an Spiel. Oh, nein, mach keinen Schaden. Gib dir aber auch her. Probier's mal aus. Sieh mal. Ne, geht nicht, siehst du? Doch klar, ich hab doch. Mach mal bei mir. Wieso macht das schon? Sieht nicht. Ja, egal, das irritiert. Ja, lieber gleich mit Bogen schießen. Okay, lass mal jetzt irgendwo lang gehen. Wer hat denn das Schwert? Ich hab nur ein Schwert. Dann soll der das Schwert hat, auch die Rüstung oder mehr Rüstung haben. Also tauscht euch mal die Dinger aus. Soll lieber er die Schuhe bekommen. Ich hab doch schon Schuhe. Ach so, dass ich das dann alles bekomme und praktisch... Ach so, nein. Ja, dann nimm du die. Dann ist er unser... Stylisch aus. Na gut, dann bin ich der Fronttyp. Alles klar. Okay. Verfolge ich auch das. Irgendwas? Oh das mein Gott. Ihnen ich verfolge gerade, verfolge gerade Gordon Freeman. Der ja, vor. Moment, ich schreibe nochmal ganz kurz was in meinen Einstellungen. Ach, Moment, zu meiner Güte. Moment, wo ist Max jetzt? Oh, das ist also, fein. Moment. Warte, also, ja, okay. So. Wir sind hier lang gelaufen. Alles klar. Ja, die Herne. Vorsicht. Ich vor. Ja, ich gehe am besten vor. Ich weiß natürlich nicht, wo die exakt hingelaufen sind. Wir sollten nicht rennen, wir sollten unsere Energie sparen. Ja, aber lass mal irgendein Gebäude gehen und ein bisschen Nahrung suchen. Ja, okay, kommt hier. Ich hab noch einen Apfel. Ja, ich hab auch noch ordentlich was zu essen. Ich hab noch drei Steaks, eine Suppe, Brot. Ja, wir sollten erstmal vorbei.
Ich hab nur einen Apfel, Kohle, Rotten, Fläche und so ein Gedöns. Ist ja auch voll gar das, nichts. Voll das unnötige Zeug. Oh ja, auf jeden Fall. Ich hab noch eine Enderperle, ich kann mich noch umbauen. Fliegen da oben. Ach nee, das sind Spinnen, ich dachte, da fliegen Tintenfische. Gefunden? Achtung, Spinne. Ups, Entschuldigung. Egal, nicht schlimm. Warum wird's hier dunkel? Moment, die haben irgendwas von gefunden, erzählt. Oh ne, das ist ein Zombie. Aus Hochhaus? Ja. Okay, lass ihn mal rauf. Okay. Wir müssen einwerfen. Nee, ey, Gino, hier auf dieses Haus hier. Oh, okay. Auf den anderen Tower von 9-11. Und wir sind jetzt praktisch die Flugzeuge mit den kleinen Terroristen und machen da jetzt alles kaputt. Okay. Der ist schon kaputt. Na gut. Ey, zerstören! Muss zerstören! Zerstören! Dein Eingang. Du hast einen Eingang? Ich glaube nicht, dass du so von da weiterkommst. Doch, so an der Fassade hochklettern. Das bringt gar nichts. Boah, was habe ich denn hier in den Einstellungen fail? Tja, kann man dir schlecht sagen. Ja. Ey, kommt mal vielleicht mit hier hoch. Ey, Ginel, wo bist du? Ich bin ja immer noch an dem Haus. Okay. Komm mal gerade hier hoch. Bei mir? Über dir. Warte. Oh. Geh mal hier hin. Komm mal hier hin. Ach da. Geh mal da auf die kleine Mauer hier drauf. Ah, und jetzt? Nicht da. Kletter mal hoch. Ah, komm. Ah. Okay. Und. Verdammt. Kommst voll drauf. Okay, neuer Versuch, neues Glück. Jetzt aber. Ey, da unten, ich bin drauf. Ey, da unten ist irgendein Name. Ah, ne, das war Lukas. Ach, das ist Zweck, ob es da hochkommt. Da ist schon jetzt Stunden vergangen. Lass mal wieder hier das runtergehen. Disconnected. Oh, fuck. Ich hab gerade einen kleinen Disconnect. Ich werde mal mich gerade mit dem TS-Server verbinden. Und die anderen sind alle doof, ne? Jetzt, wo ich hier gerade so allein bin, kann ich das schön sagen. Connected. So, ich bin jetzt connected. Ich muss nur noch in den passenden... Channel switched. So, ich bin wieder zurück. Ja, endlich. Ja, ich bin bei Teamspeak immer ein bisschen dumm. Ich drücke aus und immer X, anstatt das klein zu machen. Ja, komm hier lang. Club. Gehen wir unten lang? Aua. Ich will hier keinen Fallschaden. Aua. Ich habe noch genug Nahrung. Ja, du springst extra, dann verlierst du natürlich ein bisschen mehr Schaden. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ich habe ja jetzt schon wieder voll Leben. Ah, ich habe meinen Sound ausgestellt. Okay. Mein PC läuft heiß über. Habe ich einen dritten Lüfter eingebaut? Alter. Okay. Schneller! Wo willst du denn jetzt genau hin? Ich weiß mal hier rein, vielleicht in die Kisten. Oder hier hoch. Ah ne, hier hoch kommen wir nicht. Letzte Runde habe ich hier was gefunden. Cool, wie geil ist das denn hier? Ich mach's schon fertig. Ja. Hat der Pfeile abgegeben? Ja, ein. Boah, ich weiß Minecraft irgendwann im nächsten Mal mehr Raum zu, wa? Ja, Minecraft ist wirklich manchmal so ein richtiges Tier, auch wenn man das gar nicht glaubt. Ja. Ja. Minecraft ist einer der Spiele, die bei mir am meisten Leistung für verbrauchen. Das stimmt, ja. Außerdem rauschst du gerade ein bisschen, so immer wenn du sprichst. Ja, ja. Ich weiß nicht, wieso das dann im Teamspeak so ist. Dann geht's. Ey, komm mal mit hier hoch. Ich komm gar nicht mehr so schnell. Kann sein, dass es auch schon mal PC ist. Kann sein. Kommen wir da irgendwie in die Mitte rein? Aua. Leck das denn jetzt? Kommst du nicht hoch oder wie? Geh mal eine Luft. Ich hab's schon mal. Gleich. Alles klar, hoffen wir's mal. Ist da irgendwas Spezielles? Da ist ein Loch mit sehr vielen Knöpfen. Ja. So eine Art Rätsel. Nein! Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen und es liegt übertrieben. Oh, ich hab Internet auch noch auf. Ja, okay, dann mach mal Fett Party und versuch dein Bestes. Wenn ich mach Fenster jetzt auch noch klein. Diamant und eine Angel gefunden. Ich nehm die Angel.
Okay, aber nur einen Diamanten, ne? Die Frage ist, wie kommst du da wieder raus? Oh, und Tränke und alles. Ey, warte, ja. kommst du irgendwo wieder raus? Nein! Verdammt, ich war ohne dein Schwert. Ja, schade, knapp. Ich hab einen Regenerationsrand gefunden. Ja, aber wie kommst du jetzt wieder raus? Wie komm ich jetzt wieder raus? Moment. Das ist ein bisschen schwieriger hier. Wo seid denn ihr? Oh, da oben ist ein Knopf. Ein bisschen Akrobatik und Fails. Komm ich hier nicht hoch. Ja, egal. Wir haben hier schon die Sachen raus. Hammergeil. Warum ist da oben ein Knopf? Und X-Men ist ausgeschieden. Damit ist er der Erste. Gut, dann sind noch Ginel, LP und Samil eben halt. Wir drei noch in einem User Team. Left your channel. Und wir kämpfen gegen Ludus Magnus und Mystery MC Left. Weißt du was, wir müssen die kaputt hauen. Ja. Eine Räuberleiter. Ja. Mach mal den Wollblock kaputt. Warum sind hier oben überall Knöpfe? Nein, den Wollblock. Moment. Bau dich hoch. Oh, so. Ja. Recht. Warte, was war jetzt gerade? Sind überall Knöpfe. Ja, aber ich glaube, die sind nur zur Zierde. Ich habe alle gedrückt, also fast alle. Drücken des Drückens willen. So. Guck Ginel, mal, wo bist du? Ach, da bist du. Ich stehe hier. Ich spiele nochmal in den Grafikeinstellungen rum. Ja, warte, wir warten mal kurz auf Ginel. Go, Power Ranger. Das machen wir aus. User joined your channel. Uhu! Und wer ist hier reingejoint? Yay! Ja. Moderator. Yay! Leckt nicht mehr so viel extrem. Doch. Juhu! Ja, wenn's leckt, dann kannst du auch mal Optifine holen. Das ist eine Anti-Lag-Mod sozusagen. Ja, ich weiß. Kein Optifine. Achso. Hab ich auch gerade drin. Ich hab aber die Grafik damit erhöht und nicht verringert. Ja, okay, das geht natürlich auch. Wo gehen wir denn hier hin? Warum ist da so viel Glas? Ah, eine Kiste. Das ist einfach zur Begrenzung hier, damit man nicht von der Welt entkommt. Was ist da drin? Denkt jemand, findet ihr noch unter Wasser was? Dankeschön. Ich kann durchs Wasser gut sehen, aber ich sehe da gar nichts. Ja, ich auch, aber es kann ja sein. Findet mich nie. Jetzt bestimmt im Boden angekommen. Hat er wahrscheinlich recht. Ja, in der Tat, die Map ist relativ groß, ne? Da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen. Aber ich würde sagen, erstmal powern wir uns erstmal ein bisschen auf. Irgendwie ist es ja schon das Ziel. Solange er sich versteckt, können wir einfach irgendwo hinrennen und uns richtig aufbauen. Er ist noch ein bisschen weiter hier. Ich kann mich ja die Stunden nachher verstecken. Hat jemand noch was Normales zu essen für mich? Sonst muss ich den Fraß hier essen. Ja, hier. Steak. Ich hab einen Trank. Den könntest du gebrauchen. Das ist der Krieger. Was ist denn das für ein Trank? Der regeneriert dich innerhalb von ein paar Sekunden. Ja, das ist richtig praktisch. Das ist nicht schön. Den kannst du vor dem Kampf einsetzen. Also wenn du jemanden siehst, dann trinkt der und geh auf ihn los. Ja. Mach ich. Weiter mit. Das Abenteuer. Wollen wir nicht ein bisschen am Wasser entlang gehen? Da war die Ausbeute eigentlich bisher relativ gut, deswegen. Okay. Geh mal über die Brücke vorbei. Alles klar. Auf zur Brücke. Die wollen ja nicht nass werden. In der Tat. Oder feucht, oder irgendwie so ein Quatsch. Feucht. Oh ja, da werden wir noch richtig feucht, ja. Wir werden nicht mal die Goldrüstung rosten lassen. Feuchtfröhliches Abenteuer, ja. Morgen feuchte. Was heißt, Gold kann doch gar nicht rosten, deswegen ist es auch so wertvoll. Ich weiß. Ja. Beide sind. Lol. Das sagen wir alle, dann. Oder? Oh. Ist hier irgendwas? Irgendwie nicht. Ohne Scheiß, ich will mal gerade was gucken. Oh. Ich glaube, mit ganz, ganz viel Skill kann man das hier rauf schaffen. Ja, das ist. Ich denke, da wird irgendwas oben verborgen sein. Wäre es ja nicht so schwer versteckt. Bin hinter dem. Warte, da hinten geht's auch noch hoch. Also ich muss echt sagen, die Map ist einfach nur geil gestaltet. Das stimmt, die ist richtig awesome. Die kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen. Ja. Wie kommt man hier wieder hoch? Ach, da also keine Ahnung, musst du wohl zur Küste schwimmen. Naja, ich kletter hier die Liaden hoch. Jetzt noch ein bisschen Essen. Ich fange mal. Du hast Essen? Du brauchst Essen? Ja.
Warte, ist das aber erst, sobald du ganz viel Hunger hast, weil das ja halt okay, relativ viel. Und spritzt auch mal... Leiten ist ein Dorf, wir sollten lieber dahin. Da schafft sie nicht hoch. Ja, okay, dann... Ab ins Wasser springen. Ach, soll ich erstmal noch einen Schluck trinken? Nein! Wenn der Gold ist, dann würde man normalerweise versinken. Ja, eigentlich schon, ne? Was heißt, ich glaube, Gold? Ist nicht so extrem schweres Metall, aber. Geil. Wenn man so gelitten haben. Aber wie man vielleicht auch schon merkt, das hier ist kein klassisches Let's Play, also von mir zumindest. Das ist ja mal so ein bisschen was anderes. Gine, komm hier rüber. Wir gehen doch jetzt woanders hin. Winters Abenteuer. Verdammt. Was ist halt ein goldener Apfel eigentlich auch, hier. Leben? Ja. Gina, du solltest ein Let's Play, Let's Fail machen, was das, was du da hier machst. Ja, aber Let's Fail mache ich eigentlich so ungerne. Ich nenne das ungerne Let's Fail. Ich mache einfach ein Let's Community raus. Oder Let's Battle. Oder Let's Battle Community. Ey. Oh. Also, was ist denn dann los? Regnet. So, dann lass mal. Kommt mal mit. Ein Bug-Slime. Yay. Wow. Da ist er noch. Ja, manchmal ist. Ja, egal. Geil, ich hab Slime Balls. Ich hab auch Slime Balls. Lass mir hier reingehen, oder? Ja. Nutte! Warum muss ich jetzt reden? Durchsuchen wir mal alle. Darf doch Blätter kaputt machen, ne? Ja, genau. Oh. Alter. Das ist das erste Gewitter, das ich bei Minecraft mit erlebe. Ja, ich das ist auch fast einer meiner ersten. Du persönlich? Ist dein erstes Mal. Der war schießt sehr nachher. Okay, wir sind hier ganz neu. Oh, hier stehen Schilder dran. Könnte was drin sein. Bona. Okay. Wo seid ihr? Wir sind ein bisschen weiter am Dorf gegangen. Gay as Fridge. Da fragt. Weiter einfach. Und irgendwas gay as. Oh, ich hab ne Kiste gefunden mit Eisen und mit Lederschuhen. Cool. Willst du Schuhe? Ja, klar. Gine, wo bist du denn jetzt? Ich seh dich, dein Name. Warte, wenn es nicht so lecken würde, würde ich deinen vielleicht auch sehen. Hier, ich bin auf der Straße. Geh mal in die Oberetage. Ja, genau. Da sind Betten, aber sie bringen nichts. Ruckel. Ja, suchen wir mal das Haus hier. Map ist richtig schön. Wie geil ist das denn hier? So ein geiles Auto hat jemand hier gebaut. Wow. Hey, hier ist ein Keller, guck mal mit. Im Keller ist bestimmt was. Keller ist immer was. Ruckel gerade ein. Bisschen. Oh, eine Kiste. Ein Schwert. Oh, nimmt es. Ja, einer von euch. Ich geh nach oben. Dann nimmt das Schwert. Ja, dann nimm du das mal. Mann. The Redstoner has become a deadly priest in... I will guess what gold I have left and hope someone finds use for my items. Ah, I must warn the other. Und Ende. Other. Oh! Ich hab's getroffen. Aua. Lass schnell ins Haus. Ich hab Angst. Wenn Mage ist. Komm mal mit, schnell bald ich. Ja, warte ich nicht. So. Ja, wie der EU mit? EU mit, Bro? Warte. Ich warte gerade. Ich weiß nur nicht, wo du hin willst. So. Ich glaube, die Fan kann man noch so schön ranzoomen. I have a bone. Ja. Nach heute kommen wieder die ganz schlechten Wortwitze hoch. Au, das tut weh. Ja, im Kopf, ne? Jetzt mal schießt er da. Ah. Ja, dann setzt man schießt er. Ja, also ein Witz mit. Hier ist ein Haus mit einer geschlossenen Tür. Ja, das ist klar, voll awesome. Aber ich sehe auch keine Kiste drin jetzt so. Ah, die war eine Brechstange, da kann man die aufschlagen. Ja, dafür bräuchte ich mir jetzt Gordon Freeman. Ja, egal, lass jetzt mal ein bisschen die anderen suchen, würde ich sagen, oder? Plötzlich wie in, was weiß ich, im 2012. Ja, genau. Ey, lass mal aufteilen und die dann suchen. Hier ist auch ich bin aber immer noch unbewaffnet.
Jemand im Park, vielleicht fällt mir da was. Ja, die Nacht und Regen frisch. Zitat aus der Bibel, ey. Achtung, Loch! Aua! Sollen wir mit runterkommen? Nö, ich komme alleine wieder zu hoch. Wie denn? Ja, ich... Geht ohne mich weiter. Ich würde das nicht überleben, wenn ich da runterfallen würde. Wieso hast du nicht genug Leben? Ich hab noch 1, 2, 3, 4, 5,5. Warte, ich geb dir mal ein bisschen Nahrung. Kannst ein bisschen was essen. Versuch den Weg alleine raus. Lecker. Geht ohne mich weiter. Okay. Gine, dann gehen wir schon mal ein bisschen weiter. Warte, ich mach noch, warte, ich muss mich zum Essen setzen. Habt ihr noch Essen für mich? Was ist? Essen, Fisch oder irgendwas? Oh Leute, hier ist gerade ein Creeper, ich bin wieder da. Ja, warte. Dankeschön. So. Jetzt sehen uns oben. Okay, Gine, wir ziehen weiter. Warum habe ich nicht erst das rotte Fleisch gegessen und dann noch normales Fleisch hinterher? Ist doch eigentlich irrelevant in welcher Reihenfolge, oder? Ich glaube, normal wäre besser. Aber kann man nicht mal den Regen wegmachen? Ey, da ist wer! Ich sehe einen! Oh Gott, jetzt wäre ich gern dabei. Hilfe! Ah, ein Skelett! Schon mal zur Erinnerung, wie ich habe einen Regenerationstrank geschluckt. Hilfe, mach das Skelett kaputt! Ich bin unter der Brücke, ich bin das hinter mir her! Warte, ich fange... Skelett kaputt, Hilfe! Lol! Bin oben! Ey, der hat mir den Weg versperrt! Günther, kannst du mir mal helfen? Das Skelett läuft hinter mir hin! Wo seid ihr? Ich bin woanders. Ich verfolge gerade den anderen Fuzzi. Dann renne ich hier halt. Ja, dann renn erstmal weg von ihm. Lass mich, du blöder Peter. Jetzt bin ich auf. Oh, ich bin auf dem Dach von so einem Dorfhaus und ich hab einen Lederhelm gefunden. Scheiße, ich weiß nicht, wo der hingerannt ist. Scheiße, ich bin auf einem dicken Dorfdach. Wo seid ihr? Ich bin gerade irgendwo. Ich bin hier oben und du da unten. Scheiße, ich glaube, ich hab ihn verloren. Ich müsste mich eigentlich sehr leicht sehen, ich bin auf einem Dach. Scheiße, ich habe einen Regenerationstrank geschluckt und habe ihn nicht erwischt. Hol ihn dir. Günther, ja, ich weiß nicht, wo er ist. Er ist verschwunden. Der ist nicht drinne. Hust. Okay. Günther, bist du im Wald? Da! Oh mein Gott, die sind hier zu zweit. Die wollen mich zu zweit fertig machen. Nee, Quatsch, gar nicht. Ach, mit den Stone Bricks? Ja, Mann! Ja, ich bin auf einem Haus davon. Ey, Leute, ich habe ihn wiedergefunden. Ihr müsstet mich sehr leicht finden. Komm, ich find den hier gleich. Ich hab den hier gleich weggebasht. Ich versteck mich mal. LOL! Nein! Schaut mal, ein Dorf mit den Brickhäusern. Als Brick. LOL! Okay, LOL! Okay, wo bist du gestorben? Ich bin da gestorben, wo... Ach Gottchen, wie beschreibe ich das denn? Kann ich nicht beschreiben, ich hab keinen Anhaltspunkt. Warte mal, kommt man hier hoch? Hey, hier kommt man hoch! Echt nicht so dumm, die anderen hochzuklettern. Zum Filmen. So. Nein! Aua! Moment, ich geh mal grad ins andere Team rein, da in Teamspeak, und dann guck ich mal da, was da so abgeht. Leute, so, ich bin jetzt bei euch zugeschwitzt. Der Chu geschwitzt! So, Moment, dreh dich mal um 180 Grad. Ne, jetzt, so richtig, nochmal 180 Grad. Nein! Boah, hast du gerade gesehen, wo der Clip hochgegangen ist? Nein. Siehst du dieses große Gebäude, wo Free... Ey, warte, könnt ihr Game Mode bei mir machen? Gerade erstmal kurz. Nur mal so. Hier, schau mal da nach hinten. Da. Ach, ich seh dich. Ja, ich seh dich. Wir waren davon beide oben und ich wurde von einem Skelett getötet, was ich nicht sehen konnte. Und hier ist gerade ein Creeper direkt neben mir. Hallo. Und ich lebe noch. Ah, Ginel wurde von einem Blitz getroffen. Echt? Ja, und ich auch fast. Bauer bei Admin, oder was? Max. Ja? Geh zu der Stelle, wo ich krepiert bin und sammle alles auf. Ich weiß nicht, wo die Stelle ist. Ich weiß, wo die Stelle ist. Gut, dann versuche ich mal hier runterzukommen. Lieber, nee. Na, ich hab nämlich Material für ein Eisenschwert dabei. Ja, und ich hatte auch noch ein verzaubertes Steinschwert und so ein Quatsch dabei. Und hey, probier's mal hier. Kettenstief. Runterzukommen. Sorry für das Ding vorhin und mit ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, ich hatte eine komplette Rüstung an, voll Leben, und ich bin gestorben wegen so einem scheiß Creeper. Oh fuck, Zombie. Aber mein Plan hat funktioniert, ich fand's so geil. Ich hab extra, bevor ich dich geschlagen habe, noch einen Regenerationstrank geschluckt. Ja, aber was ich eigentlich machen wollte, war, den Creeper in die Luft fliegen lassen und dann selber überleben. Ja, habe ich mir schon gedacht, und eigentlich war es mein Ziel, dass ich dich da reindränge in den Creeper hinein.
Ja, ich habe ihn extra nochmal geschlagen. Nicht, weil man uns Slime auf dem Spawn verfolgt. So, also als Resümee daraus können wir erstmal ziehen, dass hier Gordon Freeman aka Max jetzt alleine ist, gegen die beiden Teamkollegen von mir gerade noch. Oh fuck, Spinne, nicht geil. Hau ab. Hau ab. Oh. Ich fühle mich mal gerade ein bisschen im Kampf. Die klettern da hoch. Echt? Ja, oder, hä? Wo bist du? Er ist unten. Ich dachte, die klettern da gerade hoch. Wieso helfe ich euch jetzt eigentlich noch so? Keine Ahnung, muss es gar nicht helfen, aber es ist lustig. Voll die Intrigen hier. Versteck mich mal eben, Alter. Zu viel Metzel trinken ist nicht gut für die Blase. Ach, gehst du auf Toilette oder wie? Yep, hier sieht mich keiner. Hoffen wir. Ich weiß nicht, ob ich meine Tastatur aufschrauben soll. Wieso das denn? Mir ist heute Arizona 40 AC über die Tastatur gelaufen. Nice. Und jetzt drücke ich mal G. Jetzt ist die G-Taste wieder oben. B-Taste geht gar nicht erst runter. Ja, ich könnte damit nicht umgehen, weil beim StarCraft-Zocken, da habe ich so 200 RPM, das heißt so 200 Tastanschläge pro Minute. Und dann kann ich mir so eine Taste einfach nicht leisten. Das geht doch nicht. Das geht doch wohl nicht. Wie bitte machst du 200 Tastenanschläge pro Minute? Ich schaff das. Ihr wollt drauf rumkloppen? Nein, das ist alles auch geplant. Koreaner, also die Besten der Welt, schaffen bis zu 600. ETF. Ja, das ist voll übertrieben. Aber Koreaner, ne? Die haben Diablo auch innerhalb von 5 Stunden durchgezockt. Ja, war schon. Was, so, Alter? So, stell dir vor, so in Nightmare-Modus oder in Diablo 3 der Hardcore-Modus. Das stimmt. Wobei, ist Nightmare nach Hardcore oder davor? Ja, nee, Hardcore ist keine Schwierigkeitsstufe, sondern Hardcore. Hä? Da, wenn du stirbst, ist der Held weg. Ach so. Ah, ähnlich wie der Hardcore-Modus bei Minecraft. Ja. Ah. Davor so, du killst dieser den letzten Mob und den letzten Boss und dann so, ich hab den ultimativen Loot und dann kommt so ein Trash-Mob. Ohne Scheiß, bei Max ND ist ein anderer. Was? Ach, der Max, da kommt einer, da kommt einer. Warte, wer ist denn das? Ah ne, das ist Ludus. Der ist ja auch schon tot. Bin tot. Oh. Ja, weil der ganz in der Nähe war. Das ist Samir, scheiße. Echt? Ich muss die Action filmen. Ja, Arschlöcher. Wer hat dir verraten, wo ich bin? Haben wir nicht, aber... User joined your channel. Und oh, hier ist eine versteckte Kiste. Scheiße, ich bin gleich tot. Es kommt zum ersten Kampf, Günther. Ja, was heißt? Ich hab ja von auch schon gekämpft. Muss hochschwimmen. Moment, Minecraft leckt mir. Und... Oh, fuck. Sieht so aus, als würde er sterben. Ist die Tasse? Und... Ja. Leider. Sauber. Das heißt, mein Team hat jetzt gewonnen. Wieder genau. Mal. Ich bin eben halt der Beste. Ja komm, jetzt ist Max da wieder am Leck schreien, ne? Ja, genau. Ja, was soll's. Alter, ohne Scheiß, die Map ist so groß, die kann man nicht mal einfangen, so auf einem Bild. Aber wie hat er mich gefunden unter der Brücke? Wie? Das genau. Kann der nicht wissen. Über dir war ein ganz seltenes Slimeboard. Ach so. Und man hat deinen Namen gesehen. Das stimmt, deinen Namen hat man gesehen. Ich war AFK, Leute, ich war auf Klo. Ja. Dann musst du aus der Not jetzt eine Lehre ziehen. Geh niemals während eines Community Battles auf Toilette. Okay, das heißt, jetzt hat jedes Team einmal gewonnen. Ich würde sagen, eine Challenge-Runde noch. Hä, ja, was heißt jedes Team? Wir haben ja auch Teams gewechselt, ne? Ja, Team Günther ist jetzt auf eine Entscheidungsrunde noch, komm. Na gut, Team Günther ist sowieso immer das beste Team, ne? Günther. Ah. So. Play hier alle mit meinem Blitz? Ja, den hören wir. Machen wir wieder gleiche Teams? Nee, ich würde sagen, wir randomisieren jetzt einfach nochmal. Obwohl, nee, auch da, wir machen nochmal gleiche Teams. Mit euch beiden könnte man so richtig gut rumtrollen. Mit mir? Oder wem? Mit Olle Alexi, mit dem X-Man und mit Konz. Ohne Scheiß, wenn ich rumtrollen will, ne? Ich hab meinen Bruder letztens so oft getrollt, ey. Der ist richtig ausgerastet. Wir können's ja jetzt so machen. Günther nimmt auf. Mhm. Und ja, ich mach da eine Runde mit. Ich hab ja schon so, User joined your channel. Hättet ihr mich da oben auf dem Gebäude gefunden, da wo das free.co steht? Fuck. Leute? Hättet ihr mich da gefunden? Ja, nee. Das ist lustig. Weil ich stand die ganze Zeit da oben, hab die ganze Zeit hier beobachtet, yo. Günther? Hm? Aufnahme komm mal bitte zu den Koordinaten. Warte, Gina, wo soll ich hin?
Was? Ach, ich sehe schon. Na, ja, wollte ich gerade hin. Günther! Hey! Ja? Die Aufnahme läuft noch. Seid mal kurz still. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier auf einer der Bilder zu klicken. Hier werden überall die Kanäle verlinkt von den ganzen Leuten und auch noch die ganzen Videos von denen, die könnt ihr einfach mal ranklicken und dann auch noch da ein bisschen aus deren Sicht sehen und vielleicht auch, was im anderen TS-Raum passiert ist und so weiter und so fort. Und nebenbei könnt ihr auch noch ein neues Tab aufmachen, wo ihr euch ein Porno reinschaut. Ne? Also, nehmt den Penis jetzt mal aus dem Mund und man sieht sich. Haut rein. Fapp, fapp, fapp.